Hallo Welt, da sind wir wieder. Unsere Gruppe hat hier schon wieder ganz schön Unordnung geschaffen. Vielleicht können wir das erstmal ein bisschen sortieren alles. Und die schaffen das auch nicht immer alle. Die bekommen das nicht immer alle mit. Was wir da so machen, so komplizierte Sachen manchmal. Oh, wir müssen essen und trinken. Die anderen, die können das, glaube ich. Spitzenstein. Ach, können wir das nicht stapeln hier? War schon ein Werkzeug, weiterverarbeitet schon. Ja, das mit dem Stapeln haben sie auch nicht so ganz hinbekommen hier. Ach, vielleicht war der Stapel aber auch voll. So einen haben wir. Na okay, wir müssen nachher weiter aufräumen. Wir verhungern und verdursten gerade. Also ich habe gerade immer noch den Eindruck, dass wir keine Neuronen mehr bekommen, so richtig. Keine Synapsen, da bildet sich nichts mehr aus, es geht einfach nicht mehr. Das sage ich so ziemlich in jeder Folge seit den letzten 100 Folgen, oder? Ja, es kommt mir auch so vor, aber dann passiert auf einmal doch irgendwas. Dann bekommen wir mal ein Ding dazu. Das ist ziemlich langwierig, muss ich sagen. Und wir wissen nie, ob wir es richtig machen. Erstmal weiter aufräumen werden wir hier.
So, kommt mal alle her. Wir verscheuchen noch ein paar von den Ottern. Oh Mann, wenn ihr alle Hunger habt, dann müsst ihr doch was essen. Okay, die ganze Bande ist gesättigt, hoffentlich. Nach einer Frucht. Oh, das waren mehr da dran. Na, dann geht's hoffentlich allen gut. Jetzt schnappt sich jeder so einen Ast hier. Ast in die andere Hand. Und mir nachmachen. Und ab in die andere Hand damit. Aha. Wer von euch ist eine Frau? Du hier, oder? Wo ist das andere Baby? Da. Ja, vielleicht gehen wir erstmal durchs Wasser. Ich suche das andere Baby noch. Ja, wer sind wir? Beef und Beef hat was mit der Motorik. Moment mal, Beef ist fruchtbar? Wir haben doch 6 Babys, oder? 2, 4. Och Mann, was ist denn hier los? Das ist uns ja noch nie passiert. Wir haben nur 5 Babys, nein. Ja doch, 2, 4, 5, ja. Ein Baby fehlt. Hat mit Eve ein Paar gebildet. Ich hätte schwören können, wir haben durchgezählt und hatten 6 Babys. Und gestorben ist doch niemand. Wir zählen doch immer durch. Wir hatten doch 6. Na klar.
Und nochmal gestorben ist niemand. Hat mit D ein Paar gebildet schon. Hat also schon ein Kind. Greis, ihr Dad? Gar nicht? Das kann doch. Mo hat doch auch schon. Na, dann komm her, Mo. Lass dich. Lass dich pflegen. Und zum Glück ist uns das noch aufgefallen, aber... Ich muss mir direkt die letzten Folgen nochmal angucken. Sei nicht so störrisch. Hey! Na also. Naja, gut. Expedition beenden. Sonst machen die uns alle noch nach. Kind absetzen. Partner rufen. Und paaren. Ich muss mir die Folgen nochmal angucken. Ich bin mir sicher, wir hatten 6 Kinder. Und gebären, natürlich. So, jetzt aber, ja, 2 Kinder. Motorik haben wir, Beef. Und wir haben etwas dazu bekommen, eine genetische Mutation, nämlich... Und zwar, Wuk besitzt eine erhöhte Fähigkeit, visuelle Informationen zu speichern. Diese spontanische genetische Mutation wird aufgedeckt werden, wenn Wuk das Erwachsenenalter erreicht hat. Riechen. Wir wollten ja riechen in den nächsten Folgen, habe ich gesagt. Da müssten wir mit Gaff los und mit Gaff müssten wir riechen. Nee, wir gehen erstmal weiter vertreiben, ja? Wie komme ich denn hier raus? Achso. Und aufräumen wollten wir noch weiter. Das ist ja auch nicht unwichtig. Thank you.
Jetzt haben wir alle Babys, aber zwei Babys sind noch nicht verbunden. Zwei Babys rennen einfach nur so hier rum, kann das sein? Ja, die müssen alle Huckepack. Müssen hier unterwegs sein, und zwar mit den Frauen. Aber ich sehe doch, die sind doch alle Huckepack. Da sind zwei, hier vorne sind zwei und wir haben zwei. Ach so, unsere, die werden nur so angezeigt. Aha. Ja, warum habt ihr denn immer noch einen Stock in der Hand hier? Ah, ist ja auch egal. Wir gehen noch mal Otter verjagen, ja? Ja, wir gehen aufrecht. Ein wenig. Sind das da Otter? Das da im Wasser? Oder ist das ein Stein? Nein, es ist ein Otter. Macht keiner mit, ihr habt die Stöcke hier alle noch in der Hand. Oh Mann, die Otter sind jetzt auch ein bisschen dumm geworden. So, Otter verjagen. Zwei Eier haben wir gleich. Da wissen wir ja noch nichts mit anzufangen, hä? Na
Ich denke, wir nehmen mal so einen spitzen Stein und hauen drauf. Shit. Hat jemand noch ein Ei für mich? Oh gut. Naja dann. Mal lieber zum Wasser gehen, falls wir uns vergiften. Naja, das hat schon mal nicht geklappt. Verjagen wir lieber noch ein paar Otter und holen uns noch ein paar Eier. Waren die Nester denn vorher auch schon alle hier? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Na, ein paar brauchen etwas länger. Wir warten auf die Nachzügler. Naja, die mussten ja auch weiterlaufen. Oh, hier kann man doch ganz gut leeren. Okay, ab in die andere Hand damit. Und mach das hier. Und in die andere Hand damit. Und das müssten jetzt alle mitbekommen haben hier. Otter verjagen. Wir können sogar schwimmen. Das hat was gebracht, ein bisschen, aber... Waren die denn so schwerfällig vom Lernen her, dass es so lange gedauert hat, dass die 1 Million Mal irgendwelche Sachen machen mussten? Könnt ihr jetzt auch was vom Boden aufheben? Also stapeln, das finde ich super, dass ihr das gelernt habt. Ah,
Ah, sie können auch was vom Boden aufheben. Das finde ich prima. Aber nächste Schwierigkeit. Habt ihr auch gelernt, schon was vom Stapel wieder runterzunehmen? Jo. Ja dann, so schlau seid ihr. Ihr könnt stapeln und was vom Stapel runternehmen. Und Sachen, die einfach nur so rumliegen, könnt ihr auch mitnehmen. Okay, dann passt ihr alle auf. Nehmt das in die andere Hand. Und schnappt euch hier so einen Stein. Basalt ist das, glaube ich. Habt ihr alle? Na, die anderen müssen weiter. Wir gehen mal so ein bisschen mit, damit die es nicht so weit haben. Okay, und jetzt macht mir nach. Das bekommen alle mit. Alle machen mit. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich die Steine hier alle schön stapeln. Ja, wir müssen nach Hause schon wieder. Es ist zu kalt. Also Otter verjagen bringt hier wirklich was, aber aufrecht gehen nicht. Oder scheint zumindest so zu sein, wenn wir neuronale Energie dafür bekommen.
Das ist super. Gut, liebe Welt da draußen, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.